sehr dankbar, dass der VDE das Zukunftsforum 2023 zu dem wichtigen Thema Mobilität, E-Mobility, bei uns an der Hochschule, an der Fakultät Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen abhält. Mich begeistert am Zukunftsforum, dass man hier einfach sehr viel lernen kann über die verschiedenen Firmen, die hier zu Besuch sind, dass man Expertenvorträge sich anhören kann und einfach viel Neues lernt. Natürlich sind die jungen Menschen genau das, was wir für die Zukunft brauchen. Und dementsprechend freuen wir uns sehr, heute hier sein zu dürfen, um mit der jungen Generation in Kontakt zu kommen. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieur und habe den ganzen Weg nach Landshut genommen mit drei Erwartungen, eben um die ganzen Innovationen kennenzulernen, die Unternehmen mir präsentieren, um an den Diskussionen teilzunehmen, vor allem auch mit Politik, mit Industrie und wir als Gesellschaft und um selbst mitzuwirken, dass wir eben die Mobilitätswende schaffen. Die Dekarbonisierung des Transportsektors ist eine unserer größten Herausforderungen, vor der wir stehen. Und hier auf dem VDE Zukunftsforum diskutieren wir ergebnisoffen über die besten Ansätze, wie wir das erreichen können. Dazu gehören zum einen die Elektrifizierung großer Bereiche des Transportsektors, aber eben auch die Nutzung alternativer Kraftstoffe für die Bereiche, die wir nicht einfach elektrifizieren können, wo wir aber auch die Emissionen senken wollen. Ja, als Ingenieur bin ich immer Technik interessiert und ich bin auch technikoffen und alles, was gesagt wurde, was jetzt heute eingebracht wurde, die neuen Möglichkeiten, die finde ich sehr spannend und die müssen wir auch weiterhin verfolgen. Ich fand es einfach eine tolle Möglichkeit, andere junge Leute kennenzulernen, auch von den anderen Hochschulen oder den anderen Teilen aus Bayern, dass man einfach ja, andere junge, motivierte Leute kennenlernt, die sich eben auch für technische Themen interessieren. Ich bin Mitglied im VDE, um diese Gemeinschaft mitzunehmen, um diese Veranstaltungen, die einen persönlich auch weiterbringen, an denen teilzunehmen, um sich selber ein Netzwerk aufzubauen und dadurch auch beruflich weiterzukommen. Das Zukunftsforum für uns ist sehr wichtig, um den jungen Ingenieuren zu zeigen, was die Halbleiterindustrie machen kann, um Dekarbonisierung durchzuführen und moderne Mobilität zu ermöglichen. Natürlich sind wir auch wegen den ganzen interessanten Vorträgen und Einblicken aus der Technik hier, aber die Abendveranstaltung ist für uns auch immer ein großes Highlight. Ich bin glücklich, hier meine Technologie und mein Startup präsentieren zu dürfen. Und jungen Menschen würde ich empfehlen, eigene Innovationen zu entwickeln und diese stringent zu verfolgen.